Willkommen zurück im großen Kolonialwettlauf mit dem Großdeutschen Kaiserreich. Ja, wir machen weiter. Wir haben jetzt hier das Problem, dass die Niederländer sich jetzt mit uns anlegen und wir eigentlich auch hier weitermachen wollten gegen die Franzosen. Und wir jetzt eben noch keine Kolonialmacht, Punkte mehr haben. Aber hier werden wir, denke ich, bald die nächsten bekommen. Und zwar am 3. November, wenn alles jetzt nach Plan verläuft. Was? Arbeiterspione? Wir könnten bessere Informationskanäle gebrauchen. Ja, die sollen mal die Militanz bitte verlieren. Dankeschön. So, hier bauen wir neue Armeen auf. Die Flotte auch mal zusammenfassen. Wird eigentlich noch fleißig Flotte gebaut? Ja. Bauen wir mal noch 4 Panzerschiffe. Schlachtschiffe, Panzerschiffe. So. Wollen ja auch eine große Flottenmacht werden. Jetzt, da wir Rang 1 in der Welt sind, schon seit langer Zeit. Was sehr erfolgreich ist. Oh, ordentlich Artillerie aktuell, die wir erhalten. Ist immer eine super Sache. Okay, wir haben überall schon 3 oder 4. Ja, mindestens 4 Artillerie, wenn nicht sogar 5. Das ist perfekt. Hier haben wir nur 3. Haben wir hier irgendwo noch Artillerie, bitte? Gehen wir mal hier hin noch. Und war das nicht auch Artillerie? Genau. Die darf noch dorthin dann. Perfekt. Wie sieht es denn hier so aus? Niederlande? Naja, das dauert noch. Sizilien, Neapel will gerade kein anderer. Dänemark? Ja, Dänemark braucht auch noch ein bisschen. In einem Jahr ist doch der Waffenstillstand vorbei. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, Oktober 77. Ein Jahr circa noch. In der Zeit erforschen wir auch noch Militär. Große Entdeckung, Schnellboote, okay. Ah, und unsere Infamie, die sinkt erfreulich runter. Wenn es gut läuft, können wir dann schön was erobern bei den Franzosen. So, wann ist es jetzt soweit hier? Jetzt ist es der Fall. Protektorat erstellen. Ach, das kostet uns trotzdem nochmal Punkte, okay. Und Protektorat erstellen. Aber wir haben ja auch wieder Punkte dazu bekommen. Und wollen ja jetzt hier den Kampf aufnehmen. So. Jetzt müssen wir jetzt nur leider wirklich aufpassen. 4. Februar. Und wann ist es hier soweit wieder? Bald wahrscheinlich. 8. Dezember. Also 1.8. Dezember. Dann der 4. Februar. 8. Dezember. So. Wir heben uns jetzt eben noch ein bisschen Kolonialmacht auf. Und wir verlieren im Sudan Militanz, okay. Und Militärlogistik wurde erforscht. Dann machen wir gleich mal weiter mit Armeerisikomanagement, was die Moral und Militärtaktik deutlich erhöht. So, und der 8. Dezember, auch in Niederlande. Ja, wir kommen auch nicht voran, das ist unfassbar. 40 Kolonialmacht. Ja, doch, die werde ich nochmal investieren. So, aber die Franzosen werden bestimmt auch wieder investieren. Wann können wir hier? 4. Februar. Gut, merken wir uns. 4. Februar werden wir hier noch ein bisschen versuchen, unsere Truppen zusammenzubringen. Ach, hier haben wir jetzt gar keine Artillerie. Na sowas. Ach, hier wurde überall Garde noch rekrutiert, okay. Hier Artillerie, Garde. Müssen die Armeen mal ein bisschen noch verbinden. Und vor allem auch wieder an die Grenze bringen. Wenigstens so ein bisschen. Wir müssen echt noch mehr Truppen rekrutieren, Freunde. Das reicht noch lange nicht. Armee bauen. Noch ein bisschen mehr Garde. Wir sind eh noch fleißig dabei. Ja, Soja vor allem in Europa wollte ich natürlich produzieren. Ein paar Kürassiere in Europa. Und noch ein bisschen Garde hier. So. Da wird wieder fleißig rekrutiert. Kostet natürlich auch Geld. In Niederbayern nach wie vor sind noch nicht die Fabriken, glaube ich, gemacht worden.
So, und hier ist es bald soweit jetzt. Der 4. Februar. Na komm. 20 Kolonialmacht. Jetzt sind wir schon hier gut dabei. 5. Mai. Wann ist es hier soweit? 8. März. Okay, das heißt, wir müssen bis zum 8. März warten. Wann ist es hier? Ah, 20. Februar. Perfekt. Und hier im März. Niederlande stecken natürlich mal wieder dahinter. Aber jetzt hier der 20. Oh, Leute, wir haben einen weiteren internationalen Konflikt in Guinea. Jetzt wartet mal. Okay. Ich will jetzt noch... Kann ich jetzt nicht kurz den 20. noch abwarten? Nee, okay. Ein internationaler Konflikt brodelt. Als Großmacht erwartet man von uns, unsere Position festzulegen. Entweder wir erklären unser Interesse. Wartet. Um was geht's denn hier? Koloniale Krise, Guinea. Guinea. Ach, das ist Frankreich und Großbritannien, weil die ewig lang da hin und her gekämpft haben. Okay, für wen wird sich der Osman entscheiden? Wahrscheinlich für den Franzosen. Ja, eher Seiten Frankreichs. Und Schweden würde sogar die Briten unterstützen. Ja, wir sind auf jeden Fall an dem Konflikt interessiert, würde ich mal sagen. Ja, habe ich was verguckt? Was, kein Marinestützpunkt nahe genug? Oh nein, Leute, weil jetzt ein Konflikt... Oh, verflucht. Weil jetzt ein Konflikt ausgebrochen ist, können wir nicht mehr kolonisieren. Oh, nein. Nein, 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 nein. Das darf jetzt nicht... Aber das können die Franzosen jetzt auch nicht mehr. Ja gut, wir werden uns den Briten natürlich anschließen. Seite unterstützen. Das ist dieser Kampf hier unten, oder? In Guinea, kann es sein? Ja, ja. Der ist halt hier jetzt eskaliert, dass es zu einem Konflikt kommt. Puh, ich hoffe, dass die sich schnell entscheiden. Können ja mal die Beziehungen verbessern. Vielleicht bringt das was. Aber das ist jetzt richtig ärgerlich. Ah doch, jetzt geht's auf einmal. Protektorat erstellen. Oh, Gott sei Dank. So. Hier ist es wieder möglich, 5. Mai. Jetzt dachte ich schon, das geht nicht. 5. Mai. Ah, hier ist es jetzt schon möglich. 50 Kolonialmacht. Machen wir das jetzt, weil jetzt überholen wir hier die Franzosen auf einmal. Damit haben sie, glaube ich, nicht gerechnet. Und hier ist es am 29. März soweit. Cool. Haben wir das sogar bekommen? Oder? Jetzt. Jawohl. Ha! Sehr gut. Sehr gut. Ist die Frage, ob wir jetzt noch hier runtergehen. Wir hätten sogar noch Kolonialmacht. Das, wie gesagt, holen wir uns, wenn wir Zeit haben. Und da die Portugiesen nichts machen, haben wir hierfür auch noch Zeit. Gut, die Frage ist halt, wie viel wir hier sparen müssen. Wann müssen wir denn hier wieder ran? Also 50 hat es beim letzten Mal gekostet. Das heißt, 19. Juni... So, 50, 60 sollte ich mir da auf jeden Fall aufheben. Jetzt ist die Frage, was ist denn hier noch so nebendran? Naja, das lohnt sich, glaube ich, nicht extra. Boah, bei 143.000 Bevölkerung ist schon nicht schlecht. Hier haben wir doch noch was. Was haben wir hier noch? Ja, immerhin auch richtig viel Bevölkerung. Wir könnten versuchen, hier noch irgendwie uns noch Sachen zu holen. Aber dann müssten wir das halt... Naja, müssten wir nicht gewinnen, aber... was gibt's hier noch so? Das ist tatsächlich nicht ganz so interessant hier unten. Was ist hier oben noch? Ah, das gehört alles schon zu dem, was die bekämen. Ja, dann ist es eh uninteressant. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir doch noch hier das Stück zu bekommen. Wieso nicht? Dann machen wir aber erstmal hier Lagos, weil das sich, denke ich, am meisten noch lohnen würde. Ah, es ist kein Marinestützpunkt nah genug. Ah, das ist schade. Das ist echt schade. Habe ich hier keinen ausgebaut. Die sind wahrscheinlich nicht weit genug ausgebaut, die Marinestützpunkte. Schätze ich mal. Das ist ärgerlich, sonst hätte ich mir das gern geholt. Und hier haben wir jetzt natürlich keinen Marinestützpunkt gerade. Hm.
Tja, das heißt, wir könnten jetzt entweder. Wieso kann ich jetzt hier nicht? Oh! Sind jetzt hier die Osmanen tatsächlich? Verdammt, ja, natürlich. Ah, natürlich passiert jetzt das, was. Ich wollte ja wenigstens noch diese Gebiete da haben. Die Frage ist, nehme ich einen Kampf gegen die Osmanen auf? Oder hole ich mir wenigstens jetzt noch das Gebiet hier oben? Wie wertvoll ist das hier unten? Naja, so halb wertvoll, aber wäre auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt erstmal das hier. So, wenn ich jetzt nochmal 80 investiere, hätte ich 57. Ah, da warte ich mal lieber ab. Weil das da unten würde ich schon gerne haben. 19. Juni. Auf den werde ich noch warten. Bisschen Artillerie hierhin noch. So. Bring ich euch auch mal darüber. Haben die schon Artillerie? Ja. Perfekt. Und wir müssen noch mal kurz in die Großmächte schauen. Ob das wohl zum Krieg kommen wird. Niederlande, wir sind vertraut. Aber bei Sizilien will sich keiner einmischen, das finde ich gut. So, 19.60, wusste ich es doch, dass das teuer ist. Aber langsam bekommen wir hier Oberwasser. Wie sieht es jetzt hier aus? Nochmal 20 oder was? Kann ich kein Protektorat erstellen? Jetzt kann ich das Protektorat erstellen. Sehr gut. Perfekt. Haben wir den Kampf hier gegen die Niederländer sogar gewonnen. Hervorragend. Schauen wir nochmal kurz auf den Kartenmodus. Wie gesagt, das ist jetzt alles normalerweise sicher. Das könnten wir noch in Ruhe holen. Und was davon? Das da hole ich mir jetzt. Das könnte ich jetzt noch versuchen, noch einfach zu sichern und danach vielleicht einen Kampf noch aufzunehmen mit den Osmanen vielleicht. Oder ich gehe dann halt hier weiter, weil das noch wertvoller ist und das ist ja aktuell leider nicht möglich, weil der Marinestützpunkt nicht nah genug ist. Ja, machen wir es doch so. Wobei, wartet mal, wenn ich jetzt hier wieder 80 investiere, habe ich ja nur noch 30 übrig und ich brauche ja hier noch mal was. Nee, wisst ihr was? Dann werde ich tatsächlich sparen. 19. September. Das werde ich jetzt sparen. Hier unten habe ich noch Artillerie gebraucht. Brauche ich irgendwo noch Kavallerie? Ist immer schwierig, hier überall durchzuschauen noch. Und vor allem an den 19. September dann noch zu denken. Ist auch nicht gerade leicht. Hier unten ist nur Artillerie, da fehlt auf jeden Fall mal eine Kavallerie noch. So, wir bekommen weitere Kernprovinzen. Und was ist jetzt passiert? Hä? Großbritannien erhalte die Kolonie Guyenne? Ich weiß es nicht. Ja, da haben die Briten gewonnen in diesem Konflikt. Ja, jetzt powern natürlich die Franzosen hier alles wiederum rein. Ah, wie ärgerlich. Jetzt dachte ich, wir gewinnen das da. Schade. Schade, schade, schade. 19. September. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Vorsprung. Aber das wird halt nichts. Ja, und die holen natürlich sich jetzt hier alles andere. Leisten sich aber auch wieder mit den Briten einen Kampf. Das finde ich gut. Aber dann wird es jetzt hier einen Konflikt geben. Wahrscheinlich langfristig. Schon wieder eine Kernprovinz. Wir warten jetzt noch auf den 19. September. Wir machen ein bisschen wenig Geld gerade. Aber erstmal will ich jetzt hier noch das nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie teuer das wird. 70 Kolonial macht das jetzt echt nicht billig. Das ist echt nicht billig. Ja, und die Briten kämpfen hier auch gegen die Niederländer. Da wird es wohl auch wieder einen Konflikt geben.
Ja, das heißt, wir können uns jetzt leider nicht so richtig um die Osmanen kümmern, was sehr schade ist. Na gut. So, hier ist noch mehr Armee, Garde, Artillerie. Hier runter. Noch mehr Artillerie. Ich glaube, hier fehlt noch Artillerie, richtig? Da haben wir zwei. Dann haben wir vier jetzt dort. Da haben wir auch schon genug. Da haben wir auch schon genug, glaube ich. Wir haben überall fünf teilweise. Hier haben wir nur vier. Das heißt, die Artillerie noch darüber. Ja, das ist jetzt sehr viel hin und her schieben, Leute. Aber das ist wichtig für unseren Krieg gegen Frankreich dann. Was? Von Kannibalen gegessen? Einer unserer Expeditionen war wohl nicht so erfolgreich. So, Armee-Risikomanagement haben wir jetzt erforscht. Ich gehe jetzt nochmal auf die Raumverteidigung, dass wir noch bessere Forts dann bauen können. So, und es hieß doch jetzt im Oktober tatsächlich. Jetzt sind wir soweit. Okay, wir müssen unsere Truppen in Stellung bringen. Mit wem ist jetzt Frankreich verbündet? Belgien wieder, Schweiz, Osmane, Italien. Gut, das heißt, tja, viele, viele Fronten. Ich würde sagen, wir versuchen hier an der Westfront vorzustoßen. An der Italienfront versuche ich nur zu halten, wenn es geht. Da fehlt mir ein bisschen Garde jetzt noch aktuell. Deswegen ziehe ich das mal zurück und schicke hier nur eine zweite Armee runter. Mit den zwei Armeen will ich jetzt hier halten. Dann haben wir natürlich noch ein Problem mit den Osmanen. Ich muss natürlich gleich mal mobilisieren, dass ich einen kleinen Vorteil habe. Genau, dann schicke ich mal noch die Armee gegen den Osmanen hin. Kürassiere haben wir auch noch. Wie viel habe ich jetzt dort? Erst eine, oder? Eine Kürassiereinheit. So. Okay, das heißt hier noch. Hier haben wir es auf jeden Fall schon. Ah ja, gegen die Schweizer kann ich dann hier runter marschieren. Gegen die Belgier gehen wir mal noch hier entlang. Und wir brauchen natürlich auch Verstärkungstruppen noch dort. So. Die Artillerie, alles in Bewegung. Wir müssen ja dann erst nochmal den Kriegsgrund fingieren, aber das kriegen wir auch noch hin. Die Forts sind noch in Bau. Ich gehe mal davon aus, meine Verbündeten werden mir auch helfen. Ich würde es, glaube ich, sogar alleine schaffen. Oh, nee, ernsthaft? Jetzt bekämpfen hier die Spanier mich sogar noch. Toll. Toll, toll, toll. Also, 18. Dezember. 10. Dezember. Wann ist es hier so? Oh, hier könnte ich jetzt schon. Jetzt habe ich aber bald keine Kolonialmacht mehr, aber ich brauche eh 80, um hier wieder was zu investieren. Wo ist jetzt meine Kolonialmacht hingegangen? Durch Versorgung gebundene Kolonialmacht. Wir können eine Region holen, scheinbar. Und welche? Ja, investieren wir jetzt hier 20, das ist eigentlich nicht sehr wichtig, aber ist halt zum Durchmarschieren. Tatsächlich wäre es echt schön. Ich investiere die jetzt hier einfach mal. Okay, so. Jetzt ist gleich der Waffenstillstand vorbei. 18. Dann werde ich einen Krieg rechtfertigen. Ich würde sagen, eine Region würde ich einfach erobern wollen für 11 Infamie. Ist das in Ordnung? Gegen die Franzosen. Gut. So, die Truppen sind schon ziemlich bereit. Hier oben wird schon, glaube ich, mobil. Ach ja, unsere Flotten sollten wir vielleicht auch noch einmal sammeln, bitte, in Bremen. Die ist jetzt auch schon mal ordentlich, die Flotte, würde ich behaupten. 14 Großkampfschiffe, 28 leichte Schiffe. Naja, es geht besser, aber immerhin. So. Hier stehen jetzt. Ah, ich habe jetzt hier irgendwie noch 12.000. Was? Ach, das sind schon. Okay. Wir haben hier unten noch keine Armee stehen. Also, 3, 4, 5 mal Artillerie. Ah, ich kann es doch hier oben sehen. 5 mal Artillerie. 5, 6, 5, 5, 5, 4. Aber jetzt wird ja hier einiges mobilisiert. Da kann ich eh noch Artillerie ohne Ende brauchen. Deswegen
Baue ich mal in Europa noch mehr Artillerie. Das können wir ganz besonders jetzt gut brauchen in dem Kampf. Die Frage ist, wo verteidige ich hier am schlauesten jetzt? Mit nur zwei Armeen ist das eher nicht so einfach möglich. Wo macht es Sinn? Naja gut, die Schweiz ist halt hier auch Feind. Also, ich weiß es nicht. Wir müssen schauen, wie wir das jetzt machen. So. Schließt die Bars in Pommern. Nee, wir nehmen ihnen nicht die Getränke weg. Ja, toll, 18. Dezember. Ah doch, ich habe wieder Kolonialmacht. Ah, wir haben Kriegsrechtfertigung. Naja, 9,7 Infamie. Das ist leider mehr, als ich... Ich hätte mir ein bisschen weniger erhofft. Aber okay. 18. Dezember. Keine Militanz, bitte. So, ja, das Problem ist, die haben ja hier auch in den Kolonien Truppen. Das heißt, wir sollten auch mal unsere Truppen hier zusammensammeln. Dass wir dann gegen die kämpfen könnten. Wir haben hier auch ein bisschen was rekrutiert, tatsächlich. Transvaal will ein Bündnis. Wie stark sind die denn? Die haben nur eine Brigade. Na, tut mir leid. Abgelehnt. Es ist noch in keiner Einflusssphäre, aber... Boah, aktuell habe ich da kein großes Interesse. Ja, und hier holen sich natürlich jetzt auch die Osmanen alles. Ja, das war klar. Ja, da waren wir einfach zu langsam, ne? Ja, die 80 habe ich aber nicht. Ich muss jetzt hier noch kämpfen. 18. Dezember. Große Entdeckung, Prestigegewinn. So. 80 kostet es mich nochmal leider. Wann kann ich hier? 2. Januar, okay. Vielleicht kann ich ja wenigstens das noch den Spaniern wegnehmen. Oberhaus. Nein! Na, verdammt. Ja, jetzt ist es jetzt hier wieder ein ewiger Kampf. Gegen die Spanier auch noch. Das können wir uns doch eigentlich nicht leisten. Wie sieht es flottentechnisch aus? Ich baue immer noch. Das ist gut. Truppen stehen schon bereit. Ja, gut. Garde bringt es in dem Fall leider nicht so viel. Ich brauche Artillerie. Sammeln wir mal in Fulda ein bisschen die Truppen mit ein bisschen Artillerie. Hier werden Truppen gesammelt. Hier bitte Truppen sammeln. Ui, das ist eine Truppeneinheit. Okay. Die teile ich. Und den einen Teil schicke ich noch nach Klagenfurt, weil da haben wir Artillerie. Deswegen ist das gar nicht so schlecht. In Italien wurden wir wieder ein bisschen zurückgedrängt. In den Niederlanden auch. Es ist doch unfassbar hier, dass die hier so wieder uns zurückhalten wollen. Dafür traut sich keiner in Sizilien, Neapel irgendwas zu machen. Wieso machen wir jetzt eigentlich so viel Minus? Was ist denn da los? Ich könnte auch einfach mal wieder die Zölle erhöhen. Und so ein bisschen die Steuern, weil wenn jetzt der Krieg kommt, brauchen wir auf jeden Fall wieder Geld. Immer noch Minus? Ernsthaft? Wieso? So. Sollte eigentlich jetzt passen. Alternativpläne. Ich muss mir hier merken. Oh, das gibt's doch nicht. Die Franzosen legen auch jedes Mal nach. Da wird es auch einen Konflikt geben. 18. März. Und hier. Dritter. Okay, 18. März. Solange es nicht die Portugiesen auch noch auf die Idee kommen, auch loszulegen. Was ärgerlich wäre. Was, wir haben preußische Nationalisten? Ernsthaft? Ernsthaft? Wieso? Ah, die laufen aber auch nicht los. Toll. Nee, kümmert euch mal bitte darum. Preußische Nationalisten. Die Franzosen marschieren durch unser Land durch. Wieso das?
So. Achtzehnter März war es, glaube ich, richtig. Meine ich mich zu erinnern. So, wir haben den Kriegsgrund erhalten. Komm, den 18. März warte ich jetzt noch kurz ab, dass ich es nicht vergesse. Und dann können wir Frankreich in der nächsten Folge den Krieg erklären. Oh, what? 90 Kolonialmacht kostet mich das? Ja, toll. Jetzt habe ich keine Kolonialmacht mehr. Weil ich hier natürlich auch investiert habe. Blöd. Das ist sehr unschön. Ich hätte mich doch nicht auf den Kampf einlassen sollen. Na gut. Okay, Freunde. Der große Krieg gegen Frankreich steht mal wieder vor der Tür. Italien, Belgien, Schweiz, die Osmanen. Wer ist auf unserer Seite? Die Briten, Portugal und Sizilien, Neapel. Noch ein Bündnis kriegen wir nicht hin, oder? Russland ist Großmacht. Ich glaube, sonst gibt es hier auch nichts Spannendes, mit dem man sich noch verbünden könnte. Deswegen, ja, steht es wieder ein großer Krieg bevor. Wir sind einigermaßen vorbereitet, haben leider noch ein paar Rebellen im Land, aber wir kriegen das hin. Beim nächsten Mal der große Krieg gegen Frankreich. Den Kolonialkrieg, weiß ich nicht, den könnten wir tatsächlich eventuell verlieren. Wird sich zeigen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze soweit. Wenn ihr neu seid, abonniert unten gerne den Kanal und lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.